nervt doch nie. Du, ich muss jetzt wirklich auflegen, weil das Taxi ist schon da. Jetzt habe ich mich ja nicht einmal vorbereiten können. Na dann erklärst du als Vorbereitung einfach dem Taxler mal einen Stopp. Ja, ja. Mach ich. Bitte. Tag. Ach. Na, wohin fahren wir? Du, meine Kollegin hat gemeint, wir reden zuerst einmal ein bisschen über Komposition, Transition, Synchronisation und Interaktion. Ich glaube, du brauchst eine Ordination. Sag einmal, was geht denn ab in deinem Shell? Shell ist das richtige Stichwort, weil da habe ich mein mentales Modell, das sagt mir, was wichtig ist für so eine Taxifahrt. Und du hast dein mentales Modell. Ah, ich verstehe, ja, ja, ja. Also du in deinem Modell weißt, wo du hin willst. Ich aber nicht. Richtig. Ziel ist ein höchst relevantes Merkmal für so eine Taxifahrt. Ja, nein. Der Taxameter rennt eh schon. Also, wo wollen wir denn hin? Der Taxometer ist ein weiteres wichtiges Element in so einer Taxifahrt. Ja. Wie funktioniert denn der eigentlich? Na, der zählt immer auf 1 Euro für einen Kilometer und 50 Cent fürs Stehen. Was? So viel, dass wir nur stehen? Ja, wenn du mir das zusagst, kann man endlich fahren. Jetzt habe ich vergessen, Ziel zu instanzieren. Instanz was? Wo wollen wir denn hin? In Sauti Max? Na, also. So was. Abbiegen. Herr Professor, wie funktioniert denn so ein Navi? Na ja, am Anfang gibst du die Adresse und dann kannst du es auch mit deiner Stimme aktivieren. Ja, ja, das weiß ich auch, aber Sie haben da vorher von Modellen und so geredet. Aber wie funktioniert denn so ein Navi? Na, als Modellierer würde ich sagen, es gibt zwei verschiedene Abläufe für so einen Anwendungsfall. Anwendungsfall? Na, Anwendungsfall ist das, was in der Welt passiert und mit dem dein System, also das Navi, umgehen können soll, also unterstützen soll. Schau her. Nein, beim Fahren kann ich nicht schauen. Das Navi soll dir eine Route berechnen und daher ist Route berechnen ein Anwendungsfall. Und das wird mit der Ellipse dort dargestellt. In wenigen Metern nach links ab. Genau, die Stimme schon wieder. Das erinnert uns, dass es zwei verschiedene Interaktionsmöglichkeiten mit dem Navi gibt. Ja, ja. Nein, ich brauch das eh meistens nicht. Ja, ey, meistens gibt's das ein. Aber vielleicht manchmal benutzt auch die Stimme. Und daher sind es beides Spezialisierungen von Route berechnen, die mit als eigene Anwendungsfälle dargestellt werden, mit diesen Pfeilspitzen da oben. Ja, ja. Nein, ich schau sicher nicht hin. Weil sicher vorne ist wichtiger, Herr Professor. Aber Herr Professor, wie war's denn das Navi, wo das Audimax ist? Naja, das Auflösen von Sonderzielen ist ein weiterer Anwendungsfall. Das heißt, für so bekannte Orte wie den Stephansdom oder das Audi Max wird das Sonderziel aufgelöst. Aha. Schau her, das ist eine Erweiterung. Ja, sicher, ich schau aber nicht um. Nur wenn du ein Sonderziel eingibst und keine Adresse, muss das Navi das auflösen. Ja, ja, aber das weiß ich auch. Aber wie ist es, wenn nicht ich, sondern Sie das Ziel angeben? Na, dem Navi ist es vollkommen wurscht, wer das ansagt. Das kann irgendein User sein, der Taxler oder der Fahrgast. Dementsprechend wird für den generellen User die Route berechnet bzw. das Sonderziel aufgelöst. Mhm. Und Taxler und Fahrgast sind nur Spezialisierungen, die von User erben. Erben? Was habe ich denn geerbt? Na, kein Geld. Du erbst nur das generelle Verhalten vom User. Und das heißt, du kannst alles machen, was der User auch machen kann und vielleicht nur ein bisschen mehr. Aber gut, dass du mich erinnerst, weil auf die Generalisierung hätte ich es echt vergessen. Ja, siehst du, wenn du mich nicht hättest, was? Na stimmt, für die Anwendungsfallmodellierung sind die Domänenexperten essentiell. Stimmt, in Wien sind halt die Taxler die Experten, was? So schaut's aus. Wenig Meter nach links. Scheiß Ampel. Stehen wir schon wieder. Da kann die Ampel nichts dafür, ist ein deterministisches System. A was? Determinismus. Verhält sich genauso wie vorgeben. Na und was ist da vorgegeben? Ein Blödsinn ist da vorgegeben. Na so kann man das nicht sagen. Ist ja durchaus gescheit. Schau mal, so eine Ampel hat verschiedene Zustände. Ja, die Ampel ist ein Zustand. Na aber anders als du meinst. Schau, jetzt ist rot. Ja. Und noch 30 Sekunden wird's dann gelb. Jetzt ist grün! Grün, stopp. Also! Du willst doch sicher wissen, was nach grün kommt.
weil wir haben ja noch nicht alle Farben, das heißt alle Zustände durch. Ja, weil nach 30 Sekunden wird es wieder gelb und 5 Sekunden später ist rot. Und dann sind wir am Anfang. Ja. Na, jetzt können wir aber dann fahren, nach die 30 Sekunden. So einfach ist das nicht, weil es gibt ja noch andere Seiten von der Ampel. Von der wissen wir ja noch überhaupt nicht, wie sie sich verhält. Weil, wenn es da rot ist, ist da grün. Und wenn es da grün ist, ist da rot. Das heißt, wir haben parallele Zustandsfolgen. Für jeder Seite eine. Und wenn es da rot ist, haben die Fußgänger grün. Schau, da redet eh schon einer. Und wenn wir die auch noch berücksichtigen wollen, na servus, das wird aber ganz schön komplex. Ja, naja, so interessant ist das nicht, Professor. Ich glaube, ich fahre dann lieber weiter, gell? Okay. Naja, aber spannend ist das schon, wie das alles zusammenhängt. Naja, wenn es so weitergeht, wirst du mir nur modellieren. Hm? Jetzt haben wir einen Botschen. Nein, nicht. Aber so weit ist es eh nicht mehr. Das schafft schon auch mein Botschen, oder? So. Ja, du weißt schon, dass ein Auto vier Reifen braucht. Nein, selbstredend. Ein Auto hat einen Motor, ein Chassis und vier Reifen. Mhm. Das nennt man bei uns Aggregation. Aggression kenne ich auch. Die baut sich bei mir langsam auf. Eine Aggregation ist eine ganze Teilbeziehung. Die stellt sicher, dass alle Teile immer vorhanden sind. Dass du vier Reifen hast und nicht drei. Dein Modell hat einen Fehler. Weil der schlaue Dachsler hat nämlich einen fünften Reifen dabei. Das nennt man Reserverad, Herr Professor. Ja, na, kannst du vielleicht mit anpacken? Komm schon. Ja, geht da. So, passt da. Jetzt schon. Ja. So. Du weißt was, ich halte das, bis es gebraucht wird. Das war's. Jetzt dann. Danke. Ach so. Du, aber Mischbereifung, das ist nicht zulässig. Von was redst? Naja, ein Chassis hat zwei Achsen. Und auf jeder Achse muss derselbe Reifentyp montiert sein. Was, willst du jetzt die Theorie mit deinen Studenten diskutieren oder mit mir da? Bei einer Panne darf man mit dem Reserverad bis zur nächsten Werkstätte fahren, ja? Na, da liegt das Audimax hoffentlich am Weg. Ah ja? Wenn das dein Modell so vorgesehen hat, bitte. Ja. Natürlich. Nein, nicht. Meine Herren, Sie sind über Rot gefahren. Und angeschnitten sind sie auch nicht. Wegen Modellieren. Fahrzeugkontrolle. Geh, könnten Sie dann den Reifendruck da auch gleich kontrollieren? Geh bitte. Steigen Sie lieber mal aus. Wir müssen überprüfen, ob Sie überhaupt fahrtüchtig sind. Das kann ich zumindest modellieren. Ja, super. Schreiten wir zur Alkoholkontrolle. Ja, na Moment einmal. Bitte. Was sind denn seine Optionen? Wie rennt das überhaupt ab? Er meint, wie sowas funktioniert. Das ist ein bisschen ein komplizierter Informatikprofessor. Ich verstehe. Das ist ganz einfach. Schauen Sie, das ist ein sogenanntes Vortestgerät. Hm? Damit messen wir den Atemalkoholgehalt. Theoretisch könnte ich den Test verweigern, ohne dass er Strafe kriegt. Ist korrekt. Aber schauen Sie, wenn Sie den Vortest machen und der ist unter 0,5 Promille, dann ist die Sache erledigt. Oder wir fahren alle gemeinsam auf meine Dienststelle in der Taubstummengasse und Sie machen dort einen Test beim Alkomat. Hm. Hm? Vortestverweigerung ist gleich Dienststelle. Außer der Fahrer möchte auch den Alkomat-Test nicht machen. Wenn es dafür gesundheitliche Gründe gibt, dann machen wir einen Bluttest. Hm? Ja, sonst müssen wir vom höchstmöglichen Promillewert ausgehen und dann wird auch das höchstmögliche Strafmaß veranlasst. Na? No. Das ist ja ganz schön komplex. Wie gesagt, ein komplizierter. Hm. Was sind denn das jetzt für Kasteln? Na, genau das, was Sie gesagt haben.
Sie haben gesagt, als erstes schlage ich ihm einen Vortest vor. Den kann er annehmen, na, da geht's da weiter. Den muss er aber nicht annehmen, geht's auf die andere Seite. Na, dann schlagen Sie ihm einen Alkomat-Test vor. Ja, und so geht's mit den verschiedenen Optionen nach unten weiter. Das Problem haben wir, wenn er positiv ist. Mach einen Vortest. Bitte. Danke. Bitte. Das passt. Bitte. Nur das mit dem Rot über die Ampel fahren und das mit dem Gurt, das kostet ordentlich. Ja. Na, servus. Danke. Gerne. Wiederschauen. Ja, lange ist eh nicht mehr. Aber vielleicht können Sie mir was erklären, Herr Professor. Nein, klar. Ja. Also am Montag, da war ich tanken, ja? Na, Sie kennen ja diese Bankomaten auf den Tankstellen, ja? Ja. Da gibt es aber auch verschiedene. Ja, ist ein wohl konzipiertes digitales System. Ja, ja. Und bei den Benzinpreisen, da habe ich mich halt gefragt, wie war es das, die Zopf sein, dass auf der Bank ein Geld liegt? Naja, ich halte fest. Schau, in dem System, da gibt es die, ja. Dann gibt es das Display, ja. Die Zapfsäulen kennst du ja, mhm. Aber dahinter haben wir noch das Tankstelleninformationssystem. Ja. Na, und dann braucht man noch die Bank, die uns sagt, ob du überhaupt kreditwürdig bist. Und wenn du beim Display die Karten einschiebst, dann wird hinten beim Tankstelleninformationssystem ein Prozess initialisiert. Mhm. Ja, ja, das ist ja immer so. Ja, aber da muss ich auch meinen Code eingeben, ne? Na und, an dem Tag war aber das auch nicht so einfach. Okay, du hast halt nur 3 Versuche. Ja, leider. So, da sind wir. Na und ich bin auch schon fertig. Schau, das mit der Kreditkarten und Code kennst du eh schon. Ja. Ne, danach kannst du nur Zapfsäulen auswählen, dann tankst. Und am Schluss musst du natürlich zahlen. Wenn du willst, kannst du da nur einen Beleg drucken lassen. Ganz ja. Wichtig, am Schluss nimmt er die Karten mit. Ja, erst siehst du, vor einer Stunde hätte ich nur Bahnhof verstanden. Aber jetzt, wie siehst du, bin ich auch schon ein Modellierungsexperte. So ist es. Was kriegst du nicht? Ja, warte. Das werden wir gleich haben. Also, das ist mein Modell. Na, ist viel zusammengekommen. Raffen, ja. Strafmandat, bitte. Na, sehr, was schon da ist. Und so weiter, wart. Macht in Summe 107,80 €, so, bitte. Na, kann ich gerade noch zusammenkratzen da. Aber du kommst jetzt mit in den Hörsaal. Ja, aber dann bin ich der Professor. Na, nicht der Assistent. Christian. Manfred, so. Upp. Ah. Abschnallen. Gehen wir's an. Nein, das freut mich schon. Das ist wunderbar. So, dann meine Herrschaften, willkommen zur ersten Einheit aus Modellierung. Und meinen geplanten Stoff für heute, den vergessen wir mal. Wir widmen uns dem wahren Leben. Und dafür habe ich euch als Domänenexperten in Manfred mitgebracht. Freut mich, ja. Also wir haben heute miteinander einiges erlebt. Und davon wollen wir euch erzählen. Also ich wollte immer schon wissen, wie so ein Navi funktioniert. Ja, und das haben wir gemeinsam anhand von diesem Anwendungsfalldiagramm erörtert. Jetzt weiß ich auch, dass die Ampel ein deterministisches System ist. Und der Determinismus selbst ist in diesem Zustandsdiagramm festgelegt. Naja, und dann haben wir heute auch noch einen Reifenplotzer gehabt. Und beim Reifenwechsel hat uns dann dieses Klassendiagramm unterstützt. Ja, und dann bin ich auch noch bei Rot über die Ampel gerascht. Konsequenz? Alkoholkontrolle. Und der Prozess der Alkoholkontrolle ist hier in diesem Aktivitätsdiagramm festgelegt. Und jetzt weiß ich auch, wie so ein Kastl bei der Selbstbedienungstankstelle funktioniert. Ja, und wie dieses Kastl mit den anderen Komponenten kommuniziert, sehen wir in diesem Sequenzdiagramm. Gut, meine Herrschaften, das war es für heute. Noch einen Applaus für
Professor Manfred. Ich bedanke mich, Christian. Es war mir eine Ehre. Mir auch. Stark sie wort schon. Jo. Ja.